Es ist schon so spät. Es ist schon 9:20 Uhr und wir wollten eigentlich um 9 Uhr losfahren. Ja, egal. Wir machen das jetzt wirklich entspannt. Ich hatte gestern eigentlich schon gepackt, aber oh, ich hasse packen. Ich bin nämlich am Sonntag aus Berlin zurückgekommen. Also ich bin Sonntagabend zurückgekommen. Hab gestern, also montags, meinen Koffer ausgepackt, die dreckigen Sachen gewaschen und dann wieder eingepackt. Ich hasse vor allem Koffer auspacken, aber packen ist für mich auch nicht so toll. Und ich bin halt bis heute Morgen noch nicht wirklich fertig geworden. Ich habe mich eben gerade noch fertig gemacht. Und ich hoffe, ich habe alles. Ich habe einmal meine ganzen Hosen vergessen und einmal meine ganze Unterwäsche. Also ich vergesse meistens irgendwas. Ich hoffe, ich habe alles. Sieht auch richtig ordentlich aus, oder? Ach, der ist so schwer. Der Finn muss mir damit helfen. Ich nehme noch für die Fahrt ein Kissen und eine Decke mit und einen Pulli. Heute wird es gar nicht so warm. Bis zu 20 Grad, okay. Aber davor war es halt die ganze Zeit 30 Grad. Los geht's. Sieht aus, als hätte ich einfach nur so einen Wäscheberg. Starker Mann. Hey Leute, okay, was machen wir? Schon wieder sind wir unterwegs. Wir fahren nach Hamburg und stehen gerade in so einem kleinen Stau. Wir fahren jetzt auch nur noch 1,5 Stunden, also wir sind gleich da. Naja, bald. Und ich mache es mir gerade ein bisschen entspannt. Wir hören dabei ein Hörbuch. Wir haben schon Halt gemacht, haben schon eine Kleinigkeit gegessen. Ich mache jetzt mal das Hörbuch weiter. Wir hören dabei nämlich immer Hörbuch. Das ist eigentlich voll cool. Wir hören jetzt irgend so einen Thriller. Und der hat gerade jemanden umgebracht. Achtsam umgebracht. Das ganze Hörbuch heißt irgendwie Achtsam Morden. Aber es ist gut. Ja, ist echt ganz gut. Ja. Ich finde den Leser irgendwie. Der hat so eine entspannende Stimme. Show me where the ending goes. Honestly, don't. I should be the last to know. All in this, I stand. Wir gehen jetzt hier richtig lecker Sushi essen. Das wurde mir öfters empfohlen. Honestly, don't. I should be the last to know. Mit den Stäbchen zu essen. Das hat er schon die ganze Zeit nicht so gut gemacht. Wow. Wir sind gerade bei der Rooftop-Bar von unserem Hotel. Voll schön. Haben uns ein bisschen was zu trinken geholt. Hey Leute, heute ist der erste richtige Tag in Hamburg. Und wir freuen uns voll. Heute ist nämlich auch richtig gutes Wetter. Was machen wir heute, Finn? Also wir gehen erstmal frühstücken. Und dann gehen wir später ein bisschen shoppen, oder? Laufen ein bisschen rum. Wir erkunden heute einfach ein bisschen Hamburg und schauen, was wir alles machen. Wir haben uns gestern noch so eine Liste geschrieben, was wir alles machen wollen. Die ganzen Hamburg-Tipps. Ich setze euch die alle in die Infobox, falls euch irgendwas interessiert. Ich habe euch nämlich nach Tipps gefragt auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Und das ist halt so cool, weil dann kriege ich halt Tipps, die ich sonst irgendwie nicht finden würde im Internet. Oder gerade halt auch so Sachen, die jetzt einfach so random sind, die ich auch nicht googeln würde. Wir machen noch Fotos bei diesem einen coolen Fotoautomat. Okay, wir gehen jetzt los. Es ist jetzt schon relativ spät. Wir haben beide Hunger. Und der Film wird schlecht drauf. We should've
Wir haben das große Frühstück bestellt, was da alles dabei ist. Hier noch so zwei Macarons. So viel Butter war da jetzt dabei. Ach du Scheiße. Voll süß, der Wind trägt meine Tücher. Dankeschön. Aha, wir gehen jetzt zu dem Teil vom Park. Das wird mir öfters empfohlen. Der soll voll schön sein. Schön, dass hier gerade ist. Mega. Ich habe mega die schöne Lederjacke gefunden bei Pick and Wait. Ich bin voll happy. Sonst habe ich mir noch ein Kleid bei Outfitters gekauft, aber das zeige ich euch später. Älteste steht auf ins Buch. Das ist übrigens meine Lederjacke, die ich mir geholt habe. Das ist übrigens mein Rucksack. Das ist eine Männerlederjacke, aber ich finde die richtig schön. Die hat auch so eine Kapuze und die ist so richtig chillig. Ich gehe nämlich an den Strand Pauli. Das ist in St. Pauli am Strand eine Bar. Und das wird auch voll entspannt und wir wollen uns da dann einfach ein bisschen hinsetzen. Ich glaube, da gibt es so Fingerfood, also so Burger und so. Und wir trinken vielleicht Kleinigkeiten, irgendwie Cocktails oder so. Machen wir uns einen schönen Abend. Es ist voll schönes Wetter draußen. Aber ich denke mal, es wird später kalt, deswegen meine coole Jacke. Okay, wir gehen. Moin Moin Hamburg. Moin Moin. Moin Moin. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hier ist geil. Fertig! Ich habe mich in, ich sehe es hier, 5 Minuten fertig gemacht. Ich habe mich nur 5 Minuten geschminkt. Krass, oder? Krass. Heute ist unser letzter richtiger Tag in Hamburg. Morgen fahren wir schon, morgen früh. Wir gehen jetzt erstmal essen und schauen dann einfach, was wir machen. Wir laufen wahrscheinlich auch ein bisschen rum. Wir haben halt eigentlich schon voll viel gesehen, gestern und vorgestern. Wir sind nämlich schon richtig viel rumgelaufen oder richtig viel auf diesen Rollern rumgefahren. Und ich habe übrigens mein Kleid von gestern an. Das habe ich gestern gekauft. Ein Outfitters. Sieht voll süß aus. Heute wird es nämlich richtig warm. Heute werden es so um die 30 Grad, ne? Ein bisschen über 30 Grad. We wake. Die rösten hier ihren Kaffee selbst. Die sehen ja richtig gut aus. Das sieht so lecker aus. Even in the hard times.
Hear the crickets, see the moon. Du kriegst eins. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ich liebe das, dass da überall Bilder dazu sind. Dann weiß man genau, was man bekommt. Und es sieht vor allem alles so lecker aus. Oh mein Gott. Wir haben jetzt richtig viel bestellt. Also ich habe mir jetzt die Nummern aufgeschrieben. Da oben hin wollen wir jetzt. Ist schon richtig hoch. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. Oh, bist du happy? I look for the things I don't know. Hashtag bless.